So, guten Tag, liebe Freunde von YouTube und Facebook, oder sollte ich vielleicht besser sagen, liebe Gemeinde, ja, liebe Gemeinde des Tempels. Ich bin's wieder, euer spiritueller Anarchist, und heute mit einem Gottesdienst, mit einem frei spirituellen Gottesdienst hier aus dem Tempel des Lichts. Ja. Ich benutze grundsätzlich all die Begriffe, wie zum Beispiel Tempel. Ich finde es einfach, das hat mehr Erhabenheit jetzt wie zum Beispiel heute Kirche. Außerdem ist der Begriff ja vom Christentum abgewandelt, um sich abzugrenzen gegen alle anderen Religionen, Heidentum etc. Und ich finde aber den Begriff trotzdem gut, Tempel. Und wie gesagt, ich liebe auch die Tradition, deswegen spreche ich vom Tempel. Und ich sehe mich auch als Priester, nicht als Pfarrer. Ja. Als Priester des Lichts. Und ja, ich habe einfach die Idee gehabt, mal einen Gottesdienst zu machen, jetzt gerade am Sonntag, ohne irgendwelche religiösen Dogmen, irgendwelchen Büchern etc., sondern dass man einfach über Themen spricht und die aus verschiedenen spirituellen Sichtweisen betrachtet. Ja. Heute hätte ich ein Thema, und zwar, also ich finde es ein gutes Einführungsthema. Jetzt so viel, so freispirituelle Gottesdienste, und zwar das Thema Gott. Ja, was ist Gott? Wie kann ich Gott erkennen? Und welche Ansichten gibt es überhaupt über Gott? Oder gibt es überhaupt Gott? Oder gibt es auch nur mehrere Götter? Ja, was ist Gott? Ja, darüber scheiden sich die Geister. Nun, ist Gott vielleicht ein Quantenfeld, was wir vermuten? Ist Gott ein allumfassendes Bewusstsein? Man spricht auch in der Wissenschaft vom Metabewusstsein, also das Gesamtbewusstsein von allen Menschen. Ist Gott Licht? Ist Gott Liebe? Ja, ist Gott Energie? Oder ist Gott auch Energie und Materie? Ja, Gott vielleicht auch Licht und Finsternis und nicht nur Licht? Ja, ist Gott ein freundliches Wort in einem Menschen? Ja, oder die Natur, manche sehen auch die Natur als Göttlichkeit. Auch im Buddhismus spricht man von Buddha-Natur, wenn jetzt zum Beispiel was sehr Schönes, was sehr gut ist, ja. Und spricht da auch von Göttlichkeit. Ja, hat Gott überhaupt seinen eigenen Willen, oder ist Gott nur etwas, was man als Transzendenz bezeichnen kann, also einfach nur eine Energieform, ja? Oder ist Gott einfach alles oder nichts, ja? Ist Gott alles, was ist? Ja. Und jetzt kommen wir aber zu der Frage: Kann es nicht sein, dass wir den Fehler machen, dass wir immer in Ent- oder Weder denken, dass wir immer nur sagen, es ist entweder noch das oder es ist nur das? Ja. Kann es nicht sein, dass Gott vielleicht all das ist? Sollte man nicht vielleicht denken in sowohl als auch? Gott ist sowohl als auch. Licht, Liebe, Universum, ein Quantenfeld, ein allumfassendes Bewusstsein, und das ist alles richtig. Dass Gott auch Götter zum Beispiel ist, ja, weil die Götter zum Beispiel wären ja jetzt auch aus Sicht der Spiritualität höher entwickelte Bewusstseinsformen, höher entwickelte Intelligenzen, ja, die sich in den physischen Körper ganz abgelegt haben und nur noch Geist sind, ja, spricht davon Lichtwesen, Engel, die man ja auch als Götter bezeichnen kann. Also könnte es nicht sein, dass Gott sowohl als auch ist. Ja. Und ich muss sagen, ich habe mir viel mit dem Christentum beschäftigt. Ich komme ja aus dem Christentum, ja, bin katholisch getauft und alles gewesen, und habe mich dann mit dem Buddhismus beschäftigt und jetzt so allgemein mit Spiritualität. Und den tiefsten Einblick über das, was Gott ist und das, was Gott sein könnte, ja, habe ich, und da muss ich wieder mal auf dieses Buch verweisen, Neil Donald Walsh, was ich schon fast schon als meine Bibel bezeichne, ja, als die Bibel des 21. Jahrhunderts, weil hier spricht Gott jetzt, ja, aktuell, ja. Und es kommt auch raus, dass eben Gott von vielen Religionen falsch verstanden wurde, ja, und dass vieles eben nicht so stimmt, was religiöse Führer behaupten. Religiöse Führer sind eben auch nur Menschen, ja, und
viele Menschen sehen eben andere Weisheitslehrer oder so immer als Konkurrenz oder als Bedrohung ihrer Macht, ja. Und deswegen gibt es überhaupt Religionen und Religionskonflikte hier, was ich eigentlich sehr schade finde. Aber auch das hat damit zu tun, dass der Mensch eben noch ein sehr niedrig entwickeltes Bewusstsein hat. In andere Kulturen ist es ganz anders. Da gibt es einfach nur eine Religion, eine Spiritualität und der Fall hat sich erledigt. Ja, weil die Leute wissen, was kommt, was nach dem Tod kommt. Ja, weil sie außerkörperliche Erfahrungen machen zum Beispiel. Ja. Schaut euch die Videos von Marco Hüm an. Meine erste Astralreise am anderen Planeten zum Beispiel. Da wird es interessant, gerade ab der zweiten Hälfte von dem Video. Und wenn dann die Menschheit Astralreisen lernt, dann wird ihnen klar, dass eben jede Religion eigentlich nur ein Versuch ist, etwas zu erklären. Ja. Und ja, auf jeden Fall, ich habe mal das Buch gelesen, Gespräche mit Gott, und muss sagen, das hat also mein Bewusstsein, ehrlich gesagt, um Jahrzehnte erweitert. Man muss sich nach meiner Erkenntnis Gott so vorstellen, als alles, was ist, ja, allwissend, ja, aber dieses alles, was ist, dieses Allwissende, ja, Gott, also konnte sich nicht selbst erfahren, ja. Das ist eigentlich die Quintessenz. Man muss sich vorstellen, man ist selber Gott. So kann man sich auch. Also kann ich das auch besser erklären. Stellt euch vor, ihr seid selber Gott. Ja. Ihr wisst alles. Ja. Ihr habt aber ein Problem. Ja. Ihr wisst zum Beispiel nicht, wie es ist, nicht alles zu wissen und dieses Wissen erstmal wieder anzueignen, beziehungsweise sich an dieses Wissen zu erinnern. Ja. Und diese Erfahrung, ja, nur so kann Gott sich quasi dann als alles, was ist, erfahren, indem es einen anderen Part von sich erschafft, ja, der eben nicht alles weiß. Ja. Und dieser andere Part, das sind wir, das sind die Seelen, das sind die Kinder Gottes. Genau, wir sind alle kleine Götter. Die ganzen Seelen sind alles kleine Götter, die sich in einem Wachstumsprozess befinden, ja, die Erfahrungen machen, ja, und daran wachsen. Ja. Das ist meine Vorstellung von Gott. Und ich kann euch mal ein bisschen was vorlesen aus dem Buch Neil Donald Walsh. Neil Donald Walsh war der Autor von Gespräche mit Gott und Neil hatte sehr viele Probleme in seinem Leben, ja. Sei es Beziehung, sei es Arbeit etc., war obdachlos und wollte sich auch das Leben nehmen. Und in einer großen Frustration schreibt er Gott einen Brief, ja. Und da schreibt er, was also schief läuft und sehr wütender Brief. Und dann kommt plötzlich Folgendes, so beschreibt es Neil, dass plötzlich seine Hand plötzlich gestoppt hat beim Schreiben und dann vor allem plötzlich anfing allein zu schreiben quasi. Also, und dann kam plötzlich eine Antwort, ja. Er schrieb dann plötzlich: Willst du wirklich eine Antwort auf all diese Fragen oder nur Dampf ablassen? Ja. Also Gott hat quasi geantwortet, ja, durch die Schreibhand von Neil, ja. Und daraus hat sich ein Dialog entwickelt, wo man sagen kann, fantastisch, also unglaublich. Also das ist, also wenn da jemand behauptet, der Mann hat sich das nur ausgedacht, dann muss ich sagen, es ist ein Genie. Ja. Auf jeden Fall, da ging es dann so weiter. Ich kann euch ein bisschen mal was vorlesen. Also Gott antwortet: Willst du wirklich eine Antwort auf all diese Fragen oder einen Dampf ablassen? Ich blinzelte, antwortete Neil, und dann stieg eine Antwort in mir auf. Ich schrieb sie auch nieder. Beides. Klar, ich lasse Dampf ab, aber wenn es Antworten auf diese Fragen gibt, dann will ich sie, so gewiss wie es eine Hölle gibt, hören. Darauf antwortete Gott: Du bist dir einer Menge Dinge, so gewiss wie der Hölle, aber wäre es nicht nett, so gewiss wie des Himmels zu sein? Fragte Gott. Und Neil schrieb: Was soll denn das heißen? Und noch bevor ich begriff, wie mir geschah, hatte ich eine Unterhaltung begonnen, wobei ich eigentlich nicht von mir aus schrieb, sondern ein Diktat aufnehmen. Dieses Diktat dauerte 3 Jahre und zu jenem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, worauf das Ganze hinauslief. Ich bekam erst dann die Antworten auf meine Frage, wenn ich sie vollständig zu Papier gebracht und meine eigenen Gedanken ad acta gelegt hatte.
Oft erhielt ich die Antworten schneller, als ich schreiben konnte, und schmierte sie hin, um mitzuhalten. Wenn ich durcheinander geriet oder nicht mehr das Gefühl hatte, dass die Antworten aus einer anderen Quelle kamen, legte ich den Stift beiseite und nahm Abstand von diesem Dialog, bis ich mir wieder inspiriert fühlte. Klammer, tut mir leid, aber das ist hier das einzige wirklich passende Wort. Zu meinem Notizblock zurückkehren und das Diktat wieder aufnehmen. Die Gespräche finden übrigens weiterhin statt, auch während ich die schreibe. Und vieles davon finden Sie auf den folgenden Seiten. Seiten, die einen erstaunlichen Dialog enthalten, an dem ich zunächst nicht glauben konnte. Zunächst nahm ich an, er sei nur vom persönlichen Wert. Doch jetzt begreife ich, dass er nicht nur für mich gemeint war, er war Sie und alle anderen gedacht, denen diese Thematik am Herzen liegt. Denn meine Fragen sind Ihre Fragen. Also und so weiter. Ja, wirklich, ich kann nur empfehlen, wenn ihr tiefere Antworten wollt, liest diese Buchreihe Needle & Walsh. Ihr könnt auch Gespräche mit See zum Beispiel lesen, ist auch, da geht es auch um das Bewusstsein, ja, um Göttlichkeit. Mir hat es sehr geholfen, also mir hat es einen tieferen Einblick gebracht über das, was Wahrheit ist, und vor allem wird diese Unsinnigkeit, dass man sagt, Christen, Moslems oder du bist dies, du bist das, ja, das wird dann so unsinnig, Leute, ich sag's euch, das wird euch dann völlig klar, dass es also gar keinen Unterschied gibt, also zwischen den Religionen, dass jede Religion eigentlich versucht, was zu erklären, also, und dass einfach der Mensch, ja, sollte einfach zur Spiritualität zurückfinden und sich nicht irgendwie in Dogmen verfangen, weil das einfach Unsinn ist, ja. Ja, das war's mal soweit mit dem freispirituellen Gottesdienst. Ich werde immer wieder mal Themen ansprechen, ja, wie es eben so in einem normalen Gottesdienst auch ist, aber eben ohne Dogmen, ja, völlig frei spirituell und ja, multireligiös, könnte man sagen. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen. Teilt dieses Video, abonniert meinen Kanal und dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen Soltag, einen Sonnentag und macht es gut und bis bald.